So, da bin ich wieder. Hab jetzt meinen frischen Kaffee wieder am Start. Gott sei Dank. Jetzt ist er wenigstens noch warm. Oh Gott. Ah, lecker. Lecker, lecker. So, nochmal kurze Kontrolle. Ob alles läuft. Ja, gut. Sieht doch gut aus. Dann können wir loslegen. Eieiei. Also müssen wir. Wie viel müssen wir jetzt eigentlich hier finden? Das haben wir ja jetzt, ne? Eins, zwei, drei, fünf. Insgesamt, okay. Fehlt noch. Okay, gut, Oh, nö. Ach, Mann. Okay. Ich kann schon in die eine Richtung. Ach so. Stimmt, die Tür erstmal zumachen, ne? Ja. Schmusepups, du musst doch schlafen. Oh Gott, Kacke. Ja, ja, hier sieht's sicher aus. Hier können wir raus. Ja. Super. Der muss ja einen Luxus haben hier, ey. Boah. Ist ja wahnsinnig. Kann man nach draußen gucken? Natürlich. Solche. Nein, nicht das Affenbaby. Oh Gott. Was? Angeregte Zwangsstörung. Errungenschaft. Ich werde jetzt aber nicht hier eingesperrt, oder? Bitte nicht. Sehr geehrter Herr, während ich Ihre Wut sicherlich nachvollziehen kann und ich Ihrer Frau sowie Ihnen selbst nichts als Sympathie entgegenbringe, muss ich doch jegliche weitere Korrespondenz von Ihnen zu dieser Sache kategorisch ablehnen. Eine Hauttransplantat ist eine extrem heikle Angelegenheit, der von Natur aus ein gewisses Risiko zum Scheitern zugrunde liegt. Dies vorweggenommen, kann ich Ihnen versichern, dass meine Kollegen und ich von St. Anne Krankenhaus alles in unserer Macht Stehende getan haben, um einen möglichst positiven Ausgang für Ihre Frau zu erreichen. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir unter Berücksichtigung des Ausmaßes der Verletzungen Ihrer Frau das bestmögliche Ergebnis erreicht haben, das wir erwarten durften. Selbstverständlich haben Sie ein Recht auf Ihre eigene Meinung und ich kann Ihre Enttäuschung durchaus nachvollziehen. Was ich jedoch nicht nachvollziehen kann, ist Ihre Annahme, dass das Schreiben von Drohbriefen an meine werten Kollegen und mich die Situation Ihrer Frau in irgendeiner Weise verbessern könnte. Wie ich bereits geschrieben habe, kann ich sehr wohl verstehen, dass Sie derzeit unter großer Anspannung leiden, weshalb ich von einer Strafanzeige
absehen werde, sofern Sie von jeglicher weiterer Korrespondenz Abstand nehmen. Lassen Sie mich ganz klar festhalten, dass ich keine weiteren Drohungen gegenüber unseren Mitarbeitern, meiner Familie oder mir selbst dulden kann und werde. Für den Fall, dass Sie die Hilfe eines Psychologen in Anspruch nehmen möchten, wird ein Assistent Ihnen die Kontaktinformationen mehrerer Spezialisten geben, die Ihnen bestimmt gerne ihre kompetente Hilfe anbieten werden, um Ihnen durch die anstrengende Zeit zu helfen. Mit freundlichen Grüßen sowie den besten Wünschen für Ihre Frau und Sie. Okay, Dr. William. Also wollte er um. War der Stuhl nicht eben andersrum? Also wollte er unbedingt eine Hauttransplantation für seine Frau haben? War die ver. Herr Liebes! Why did you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Lass mich nicht darum betteln? Alter, das stimmt mit dir nicht. Okay. Sie hat wohl sehr, sehr verletzte Haut gehabt, logischerweise durch den Brand. Ja. Ich gehe mal jedenfalls davon aus, wir haben ja vor in der letzten Aufnahme, also eben, haben wir ja von einem Brand gelesen. Vielleicht hatte sie ja da gerade ihren Auftritt oder was und das würde das mit der Haut erklären. Sag mal, brennt das da oben? Mal so ganz feige über die Kante gucken, ob was da ist. So kann man auch die Heizkosten sparen. Ich meine, ich gehe da mal lieber nicht lang. Ich habe so das Gefühl, dass ich den runterfalle. Oder gehe ich da lang? Nein, ich gehe lieber nicht lang. Das Kind! Ah, das habe ich aber ganz. Das habe ich total vergessen. Wir hatten ja ein Kind. Jetzt sag mir nicht, das Kind steckt in der Truhe. Nicht. Was passiert, wenn ich es ignoriere? Hat das ein gutes oder ein schlechtes Ende? Ich bin halt so scheiße neugierig, ne? Das kann nicht unser Kind sein. Das ist doch alles. Komm, ich werde es bereuen, ich weiß. Ja, ich hab's bereut. Hallo? Ich glaube, ich hätte es nicht tun sollen.
Oh, verdammt. Ja. Wo will die denn hin? Die blöde Ratte! Verkackte Dreckratten. Oh. Warnsignale. Die nun folgende Liste ist eine Aufzählung der am häufigsten auftretenden Symptome der Schizophrenie, während sie typischerweise zwischen dem 15. und 25. Lebensjahr diagnostiziert wird, ist es bekannt, dass diese Störung auch ältere Patienten betreffen kann. Merken Sie sich, dass diese Symptome nicht exklusiv nur bei Schizophrenie auftreten können und Sie darum niemals als endgültiger Beweis für das Auftreten dieser Krankheit angeführt werden sollten. Um eine gesicherte Diagnose zu erhalten, sollten Sie unbedingt einen qualifizierten Spezialisten, zum Beispiel Psychologe, Psychiater, konsultieren. Ausdrucksloser Blick, Starren ins Leere, ja. Willkürliches Zucken der Gesichtsmuskulatur, ja. Schlaflosigkeit nicht bemerkt, ja, das war ja klar. Unübliche Gestik und Körperhaltung, schon immer gehabt. Unfähigkeit, Freude bei Aktivitäten zu verspüren, definitiv. Depersonalisation, was soll das überhaupt bedeuten? Ja, das frage ich mich auch gerade. Ungeschickte, schwerfällige Bewegungen könnte vom Unfall kommen. Anfälligkeit für wütendes, ablehnendes Verhalten, eher passiv-aggressiv. Antriebslosigkeit, ja. Suizidale Tendenzen. Ganz viele Ausrufe und Fragezeichen. Hat er gerade selber versucht herauszufinden, was mit seiner Frau nicht stimmt? Ist aber schon merkwürdig. Warum hat er sie denn nicht zum Psychologen oder so gebracht? Entscheide dich. Für was? Wo soll ich mich entscheiden? Hallo? Okay, bevor ich meinen Kaffee wieder vergesse, nehme ich mal kurz einen Schluck. Nicht, dass ich ihn jetzt mal umsonst koche. Du schon wieder. Du schon wieder. Ach nein. Ja. Ach, guck mal. Kann man drehen. Ja! Hui! Okay, es reicht. Alter, wie der guckt, ne? Das gefällt mir nicht. Mann, Mann, Mann. Du bleibst cool, ja? Ich habe immer das Gefühl, dass er mir hinterher starrt. Aber es kann auch Täuschung sein. Okay. Bleib cool, ja? Bleib cool. Boah, hab ich mich verjagt. Jetzt gib mir aber der Flatter. Junge, was ist mit dir passiert?
Und ich dachte, du wärst der Feind. Dabei warst du die ganze Zeit mein Freund. Okay, ich möchte gehen. Ich möchte einfach nur gehen. Ich will nicht hier sein. Okay, was gibt's hier Neues? Meine Nase juckt. Oh Gott, ich glaube, ich muss gleich niesen. Aber ich will nicht. Oh. Uiuiui. Entschuldigung. Okay. Lassen wir sie mal weiter flüstern. Und ich gehe einfach mal. Ciao. Sind das immer zwei Gesichter? Ja, ne? Oh, da liegt so ein schönes Ding. Ist das eine Brosche oder so, ha? Okay. Aber mit dem Bild passiert komischerweise nichts. Was soll mir das jetzt sagen? Hallo! Grüezi! Wie geht's denn so? Nicht? Das ist aber eine coole Ecke hier. Das hat was. Und ich kann's wieder drehen! Ja! Was ist das? Kann ich das nehmen? Nein. Ja! Es kann nicht rückgängig gemacht werden. Wieso steht das verkehrt rum? Ach so. Okay. Kann ich wieder zurück? Nee. Okay. Ist okay. Mhm. Ja! Passiert nichts? Gut. Gott sei Dank. Dann können wir weitergehen. Ey! Du dumme Sau! Ja. Liebes! Hundewutz! Oh. Man kann das sein, dass der Hund, der Hund mich nicht gerade mochte? Der Boah, ich hasse das ja sowas von dermaßen in Spielen, ne? Wenn irgendwas mit Tieren passiert. Oh. Gott, das ist für mich das reinste Grauen. Der arme Hund. Oh Gott, da blutet mir immer das Herz. Obwohl es eigentlich nur ein Spiel ist. Ich weiß, der Hund ist nicht echt. Aber trotzdem, es ist schrecklich. Ich kann sowas nicht. Ab sowas. Ich kann aber auch hier nichts nehmen. Ne? Was? Good boy. Ach so. Honey, remember how you said it would be nice to have a cat so the baby could have someone to play with? Well, I just bought us a dog. Aww. Die wollte gar keinen Hund, die wollte eine Katze. Und er kommt. Ach, oh, Schatz, erinnerst du dich noch dran? Als du sagtest, du wolltest so gerne eine Katze? Ich hab den Hund mitgebracht. Oh Gott, wie doof ist der denn? Also, ich bitte dich, also...
Jetzt mal ganz ohne Witz. Warum? Warum zum Teufel? Aber trotzdem, der arme Hund, der hat doch niemandem was getan. Oh, so arme. Oh. Ist der Hund abgefackelt? Auf den Schock erstmal noch einen Schluck Kaffee. Okay, noch einen zweiten. So. So, weiter geht's. Willst du das auch? Was denn? Verbrannten Hund? Nee, wollte ich nie haben. Der Stuhl. Was sollte ich denn wollen? Ich wusste es doch. Der Stuhl. Okay. Sind immer zwei Gesichter drauf. Da ist noch ein Frauengesicht. Hier. Da. Sah jedenfalls aus wie eine Frau. Natürlich, das habe ich mir fast gedacht. Das sind auch zwei Gesichter. Überall sind zwei Gesichter. Ich würde gerne wieder gehen. Mann! Ratte! Oh, diese Kackratten! Wir hier schon, da sind die Schränke offen. Ich weiß halt immer nicht, für was ich mich entscheiden soll. Ich glaube, ich muss mich hier entscheiden, ne? Ich weiß aber nicht, wofür. Hier ist so ein Stück vom Rollstuhl übrig, so weggeschmolzen. Hier sind Bilder. Ja, wie soll ich das jetzt deuten? Ist das jetzt für meine Frau oder gegen meine Frau? Oder das hier irgendwie für meine Kunst oder gegen meine Kunst? Ich weiß es doch nicht. Ich bin und bin ich Moses? Kann ich übers Wasser laufen? Ich weiß es doch nicht. Ich habe keine Ahnung, ich probiere es mal hier. Ich hätte die andere Tür nehmen sollen. Fuck. ja. Es ist wieder scheiße dunkel. Oh, Gott sei Dank. September 12. Sie hatte schon wieder getan. Vorhin habe ich noch ein paar ihrer Kritiken entdeckt. Kleine Zettel
an eine meiner jüngsten Arbeiten geklebt. Die beleidigendste, was hasserfüllendste Kacke, die ich jemals über meine Arbeiten gelesen habe. Ich schätze, ich sollte nicht überrascht sein. Schließlich kennt sie mich gut genug, um genau zu wissen, was mich wirklich trifft. Ich kann nur nicht glauben, dass sie das wirklich gegen mich verwendet. Am schlimmsten ist, dass sie, als ich sie damit konfrontiert habe, abgestritten hat, irgendwelche Zettel geschrieben zu haben. Als ob ich ihre Handschrift nicht erkennen würde. Du meine Güte, hasst sie mich wirklich so sehr oder fängt sie an, ihren Verstand zu verlieren? Ich weiß einfach nicht, was ich noch machen soll. Ja, ich weiß es doch auch nicht, Kollege. Irgendwas stimmt auf jeden Fall mit der nicht. Ja, sie hasst dich. Ja, eindeutig. Sie hasst dich. Ja. Definitiv purer Hass. Das ist purer Hass. Fuck. Mann hat die Kraft. Also, mit der willst du nicht wettboxen? Hallo? Hey, was? Jetzt habe ich irgendwie verpasst, oder? Ich hab keine Ahnung. Ja. Natürlich. Ist ja gut, ich gehe ja schon. Was war das? Ich bin nicht da. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Nee, besetzt. Nee. Hab mir Ruhe, ich muss kacken. Oh Gott sei Dank, Kacken hat ihn abgeschreckt. Scheiße! Boah. Oh, hier, warte mal. Ja. 6. April. Heute Morgen habe ich diese kleine Kollektion leerer Flaschen gefunden. Ich habe heftig darauf reagiert. Ich weiß, dass es für ihn ebenso schwierig ist, aber er sollte es verdammt nochmal besser wissen. Mit einem Kleinkind im Haus. Das ist einfach verantwortungslos. Ah, ein bisschen vielleicht. Junge, wer hat mir denn hier den Teppich versaut? Moment mal. This house is absolutely amazing. But those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Okay. Ja, natürlich. Das macht sie bestimmt gerne. Hallo.
Hallo? Das ist doch der. Das ist ja wohl. Das ist mein Haus! Oh, Entschuldigung, Schuhe. Hier ist wieder irgendwas. Ah. Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Ja, sie konnte halt ihre Musik nicht mehr spielen. Das ist natürlich sehr, sehr Ich wollte gerade eine Mischung von traurig und schade sagen. Dabei kam Schaude. Sehr, sehr traurig, meine ich damit.